Die Curriculum-Werkstatt ist ein Format des Mandelwerks, mit dem Fachbereiche bei der Neukonzeption und Überarbeitung von Studiengängen unterstützt werden. Wir haben mit Teilnehmern der bisherigen Curriculum-Werkstätten gesprochen, um ihnen ein Bild dieses Formats zu vermitteln. Wir haben das gerne angenommen, weil wir im Grunde keine Vorlage, kein Beispiel hatten für unseren Studiengang. Weil wir uns einfach ein bisschen verorten wollen, wo müssen unsere Ingenieure eigentlich in 15 Jahren stehen. Und da war es aber eher so, dass wir eine kleine Gruppe waren, die sowieso dran waren, diesen Schwerpunkt zu gucken, wie kann man den nochmal ein bisschen optimieren. Eine vernünftige Modulbeschreibung, wie sie auch für die Akkreditierung eigentlich da sein sollte. Das ist dann auch wirklich quasi eine Blaupause für die Überarbeitung einer Studiengangs. Da dann tatsächlich die formalen Restriktionen auch nochmal zu kennen, ist, glaube ich, ganz, ganz hilfreich. Wir haben das bei uns jetzt sogar geschafft, recht paritätisch zu besetzen. Das heißt, wir sind jetzt 3 Kolleginnen im Kreis, 2 Studierende und 2 Mitarbeiterinnen haben wir dabei. Wir waren ja auch aus allen 4 Vertiefungsrichtungen dabei, sodass jeder, sage ich mal, jeder auch bedient war in dem Sinne. Und wir hatten tatsächlich nur ein Treffen. Also es ging über 2 Tage, aber nur ein Treffen, an dem wir es geschafft haben, dann das Curriculum so weit festzuzurren. Dass das auch mal zutage tritt. Was bist du eigentlich? Was bin ich eigentlich? Wie kommen wir da zusammen? Dass es wirklich ein eigener Prozess wird und nicht einfach ein außen aufgestülpter. Und da haben wir gedacht, naja, wir möchten aber auch ja nicht Teilnehmer gleichzeitig leiten und Teilnehmer sein. Und wir haben gedacht, das ist ja auch gut, wenn wir uns eine externe Moderation reinnehmen. Dass dann mehr als Moderationstalent oder so dazugehört, weil sonst kann ich mir auch einen externen Coach nehmen, was wir in der Vergangenheit eben auch schon mal gemacht haben für Klausurtagungen oder so. Dann haben wir gemeinsam diesen Workshop geplant und dann gab es einen Input zur Kompetenzorientierung und das Wandelwerk. Die haben uns dann hinterher auch noch die Kompetenzmatrix dann zusammengestellt und das Protokoll gemacht. Man merkt dann sehr schnell, dass mit den Strukturen nicht vertraute Personen dann schnell an ihre Grenzen kommen. Dass da welche kommen, die sich auch schon mit Studiengängen planen, auskennen und da eben konkret, wo wir jetzt auch standen, uns unterstützt haben, sowohl jetzt moderationsmäßig als auch mit Input, da wo eben dann bei uns auch Wissen oder Erfahrung auch fehlen. Es war auch notwendig, einen Streit zu schlichten, wo ich dann wirklich sehr dankbar war, dass wir dann eine Moderation hatten. Ich glaube, das macht den besonderen Charme dann von so einer Curriculum-Werkstatt im Rahmen von so einem Wandelwerk dann tatsächlich auch aus. Also ich fand das Wandelwerk auch sehr niedrigschwellig für unser Anliegen zu wissen. Da gibt es jemanden, man kann anfragen, die haben es auch aktiv angeboten, also es auch noch gefördert. Das fand ich eigentlich auch ganz gut. Also einfach mal auch eine andere Kompetenz da reinzubringen, das war schon nicht so schlecht. Also das hätten wir als Fachbereich alleine so nicht hinbekommen. Im ersten Moment war das schon ein bisschen ungewohnt, sich mit dieser Thematik so tief auseinanderzusetzen, weil das haben wir bisher eigentlich nie gemacht. Und es war aber auch neu, es hat neue Impulse gegeben, sodass wir uns erstmal ein bisschen reflektiert haben. So nach dem Motto, wo stehen wir eigentlich und was wollen wir eigentlich rüberbringen oder wie wollen wir es rüberbringen. Und das fand ich durch so eine externe Moderation eigentlich eine gute Anregung und sag ich mal, hat auch so einen Prozess in Gang gebracht. Also man merkt aber, dass durch diese Curriculumswerkstatt tatsächlich dann ein Impuls gegeben worden ist und jetzt eigentlich auch alle realisiert haben, wo sie sich aktiv einbringen können. Und das war eigentlich das Allerwichtigste tatsächlich dabei. Aber das hat bei uns, die jetzt einmal schon, sag ich mal, diese Werkstatt mitgemacht haben, hat es einfach zu mehr, sag ich mal, etwas breiteren Ansätzen nochmal geführt, sodass wir einfach viel mehr auch zur Vernetzung gekommen sind. Und das war für uns eigentlich so ein Aha-Erlebnis, dass wir gesagt haben, wir müssen einfach ein bisschen mehr vernetzen, weil die Kompetenzen, die unsere Ingenieure draußen brauchen, ist auch mehr, sag ich mal, im vernetzten Bereich zu finden. Und von daher ist das, wie gesagt, war das so ein Impuls, den wir auch mitgenommen haben. Die Erkenntnis, dass eine, glaube ich, auch für die Kollegen, dass eine professionell aufgestellte Hochschule auch professionelle Prozesse braucht. Und das braucht natürlich, klar, das braucht Zeit für so eine Organisation Hochschule, das braucht aber auch Zeit dann innerhalb dieser Fachbereiche. Also das, was wir uns vorgenommen haben, haben wir auch erreicht. Also Modulhandbücher sind überarbeitet. Wir haben tatsächlich es geschafft, in diesen 2 Tagen Grundgerüst für ein Curriculum zu erstellen. Eigentlich hatten wir Spaß, auch wir lehren uns mal über unsere fachlichen Inhalte auszutauschen. Und das, da denke ich jetzt gerade dran, vielleicht sollte ich da mal wieder was anstoßen, dass wir das mal wieder weitermachen, weil das war eigentlich auch für alle sehr bereichernd, mal bei den anderen so in die Module reinzuschnuppern. Möchten Sie mehr erfahren?
Für nähere Informationen zum Format der Curriculum-Werkstatt wenden Sie sich bitte an das Projektteam Wandel bewegt 2.0 im Wandelwerk.